Heile die Heilerin in dir. Heile deine innere Heilung. Heile deinen inneren Heiler in dir. Ich weiß, ganz viele von euch kennen Dr. Joe Dispenza, lieben ihn, meditieren mit ihm, folgen ihm, glauben ihm. Und nichtsdestotrotz muss ich euch sagen, Meditation allein reicht nicht. Diese innere Arbeit ist eine innere Arbeit in deinem Kopf. Es ist eine energetische Arbeit. Es ist eine Arbeit, wo du deine ganze energetische Ladung veränderst, deinen ganzen Magnetismus veränderst. Und mit Magnetismus meine ich, du veränderst deine Ausstrahlung. Und das, was du ausstrahlst, kommt dir im Außen zurück, begegnet dir im Außen, reflektiert dich im Außen auf objektiver Ebene. Das heißt, es sind Objekte, es sind materialisierte Dinge, es ist das Leben da draußen, wie du es kennst. Und die meisten Menschen leiden darunter, dass sie Dinge in ihrem Leben haben, dass sie Situationen in ihrem Leben haben, dass sie Menschen vor allem in ihrem Leben haben, die sich nicht gut anfühlen, die sich so anfühlen, wie ich mich nicht fühlen möchte, wo sich die Beziehungen so anfühlen, wie ich mich nicht fühlen möchte, wo sich Beziehungen für mich so zeigen, als seien sie schwer, als würden sie mich runtermachen, als würden sie mich nicht unterstützen, als wäre ich nicht geliebt. All diese Dinge führen uns dazu, auf die Suche zu gehen, um herauszufinden, was ist falsch mit mir, was mache ich falsch, was kann ich anders machen, warum habe ich nicht das Leben, das ich mir wünsche, warum habe ich nicht die Menschen in meinem Leben, die ich mir wünsche, warum sind die Menschen in meinem Leben nicht so, wie ich es mir wünsche, warum ist meine finanzielle Situation nicht so, wie ich sie mir wünsche. Das sind alles diese Fragen, die wir uns am laufenden Band stellen und wofür wir Antworten suchen. Und die Antwort liegt in dir. Das hast du schon oft gehört und du weißt nicht, wie und wo du in dir schauen sollst, verändern sollst, arbeiten sollst. Es gibt so viele Ansätze und alle führen dazu zurück, ich muss in mir etwas verändern. Und die meisten Ansätze, die sind nicht alles. Es fehlt immer noch ein Puzzlestück. Es fehlt immer noch vor allem das Verständnis für deinen Kopf, warum die Dinge so sind und wie du dich verändern sollst. Und für mich, ich habe das alles zusammengefasst in dem Term Inner Healing, innere Heilung. Ich weiß, es gibt innere Kindheilung, es gibt so viele Ansätze, die dir helfen sollen, genau diese Heilung herzustellen, heil zu werden, dich zu heilen. Weil wir wissen alle, das Unheil, das Nicht-Heile, das Nicht-Ganze, das Nicht-Perfekte, das wir in uns noch tragen an Energie, das zeigt sich in unserem Körper. Das manifestiert sich in unserem Körper, in unserer Gesundheit. Und wenn das da mangelt, dann weiß ich, dass ich nichts im Außen verändern muss in erster Linie. Sondern wenn ich eine grundlegende Heilung haben möchte, dann muss ich das in meiner inneren Welt tun. Was ist meine innere Welt? Auch diese Frage habe ich mir total angestellt. Was ist meine innere Welt? Wo soll ich da hinschauen? Mein Herz? Um was geht's da? Was ist meine innere Welt?
Meine innere Welt ist das, was ich den ganzen Tag denke, was ich mir den ganzen Tag vorstelle, die Befürchtungen und Ängste, die ich den ganzen Tag habe, die nicht erfüllten Wünsche und Ziele, die ich den ganzen Tag habe, die nicht erfüllten, aufgefüllten Gefühle, die ich den ganzen Tag habe. Gleichzeitig ist meine innere Welt auch die Freude, die Anerkennung, das Glück. All das ist meine innere Welt. Und Dr. Joe Dispenza zum Beispiel erzählt es eben mit diesen Alpha-Beta-Schwingungen. Aber du weißt selten, wo sie herkommen. Sie kommen aus deinen Gedanken. Ängste, all die Emotionen, die du in deinem Körper fühlst, entstehen durch deine Gedanken, entstehen durch das, womit du dich beschäftigst, und vor allem entsteht es durch das, was du glaubst, wer du bist, wie du wirkst, wie du funktionierst. Und ich kann dir nur eins sagen, es ist alles nur Energie. Alles, dein ganzes Leben spielt sich auf energetischer, unsichtbarer Ebene ab. Das, was du im Außen siehst, hörst, erkennst, wahrnimmst, war vorher in deiner Vorstellung. Neville Goddard sagt, your imagination, deine Vorstellungskraft, ist Gott. Und Gott ist der Schöpfer, Gott ist die Quelle, Gott ist die Energie, die alles zur Manifestation bringt. Also du bist die Quelle, deine Energie ist die Quelle. Und jetzt geht es darum, dass du deine Energie so generierst, dass sich alles, was du wahrnehmen kannst mit deinem Körper, als Manifestationsinstrument für dich wohlig anfühlt, gut anfühlt, richtig anfühlt, heilig anfühlt, heil, komplett, vollkommen in Ordnung. Und das ist die Suche. Auf dieser Suche bist du. Du suchst meistens Dinge im Außen, die dir dieses Gefühl geben. Und du gibst meistens Dinge nach außen, die dir wiederum dieses Gefühl geben. Das heißt, dieses Wohlfühl, dieses Wohlfühl-Selbstverständnis, dieses Wohlfühl-Selbstbild, dieses Wohlfühlen in dir ist das, was dich antreibt. Du suchst, was kann ich tun, machen, geben, bewirken, kontrollieren, manipulieren, verändern, damit endlich das Wohlfühlgefühl eintritt. Du suchst im Essen, du suchst in anderen Menschen, du suchst in deinem Partner, du suchst in Nahrungsmittelergänzungen, du suchst in Meditationen, du suchst in Erlebnissen, du suchst in Reisen, du suchst in anderen Luxusgütern, du suchst in Besitztümern, du suchst in einem Haus, du suchst in einem speziellen Auto, du suchst in einem speziellen Urlaub. Du suchst immer wieder dort, wo du es nicht findest. Du findest es in dir. Andersherum, um dieses Gefühl zu erzeugen, gibst du. Du gibst Liebe, du gibst Aufmerksamkeit, du gibst Hilfe, du gibst Unterstützung, du gibst und gibst und gibst. Oftmals so lange, bis du nichts mehr zu geben hast, bis du an einem Burnout gelandet bist, weil du so viel gegeben hast und es hat nicht das bewirkt, was du gerne hättest. Warum du es gegeben hast, du wolltest dich letztendlich irgendeinmal wohlfühlen. Du wolltest dich irgendwann mal gut und richtig fühlen. Und du hast alles versucht. Und vor allem, warum versuchst du all das? Warum gibst du so viel von dir? Warum tust du so viel? Warum achtest du so wenig darauf, dass es dir gut geht, obwohl du so viel tust und gibst,
damit es dir gut geht, hast du dir schon mal diese ganzen Gedanken gemacht? Diese Gedanken sind wichtig, diese Klarheit, dieses sich bewusst werden, was mache ich, warum? Warum tue ich das? Was fehlt mir? Was möchte ich erreichen? Was brauche ich? Und wenn du dir diese Klarheit machst, dann wirst du irgendwann mal zu diesem Rückschluss kommen. Ich mache es, damit ich mich wohlfühle, damit ich mich gut und richtig fühle, damit ich das Gefühl habe, alles ist in Ordnung, es ist gut und es ist richtig. Und das ist der einzige Grund, warum wir die Dinge tun, die wir tun. Weil wir wollen, dass es gut ist, weil wir wollen, dass es richtig ist, weil wir wollen, dass es heil ist, weil wir Heil schaffen wollen. Und wir sind alle Heilerinnen. Wir Frauen sind alle Heilerinnen. Wenn ihr zurückschaut in die Geschichte, haben immer wieder Frauen versucht, irgendwie als Heilerin aufzutreten, aber sie wurden gestoppt, sie wurden umgebracht, sie wurden gejagt, sie wurden verfolgt. Und nichtsdestotrotz wohnt in jeder Frau eine innere Heilerin. Eine Frau, die mit einem Bewusstsein, mit einem Bedürfnis, mit einer Sehnsucht nach Heil und nach Heilung geboren ist. Das sind wir alle. Erinnere dich daran, wie es war, als du ein kleines Kind warst, als du in deiner Familie, wo auch immer du aufgewachsen bist, hast du dir nicht gewünscht, dass die Dinge einfach nur in Ordnung wären, dass kein Streit da wäre, dass keine Angst da wäre, dass kein Mangel da wäre, dass alles einfach nur liebevoll ist, dass alles nur unterstützend ist, dass alles nur in Ordnung ist. Und deswegen, es ist normal. So funktioniert unsere Welt. Wir werden alle sozusagen in einen kalten Topf Wasser geschmissen nach unserer Geburt, werden wir hier auf dieses Leben, in diese Welt gesetzt. Und diese Welt ist kalt, diese Welt ist hart, überhaupt kein bisschen von dem, wie das, wo wir herkommen, geschützt, geliebt, in Ordnung, in einem Mutterleib aufbewahrt, genährt, all das. Hallo ihr Lieben. All das ist da und es ist nicht zu hadern, sondern es ist zum Verstehen. Wir dürfen einfach jetzt anfangen zu verstehen. Es geht tatsächlich darum zu erkennen, dass das, wo wir herkommen, das ist, was wir wirklich wollen. Hier in dieser manifesten Welt, wo wir uns verkörpert haben, dass wir hier aufgerufen sind, genau da diesen Zustand, aus dem wir kommen ursprünglich, wiederherzustellen und zwar in uns. Und deswegen ist es unerlässlich, egal wann dir das klar wird, dein Leiden, deine Einsamkeit, dein Mangel, egal an was es ist, der ist da, um dir zu sagen, das musst du nicht leben, das musst du nicht erleben, dein Leben muss nicht so sein. Es geht darum, dass du dieses innere Wesen, dieses Göttliche aus göttlichen Vorstellungen, aus Perfektion, Liebe, Erfüllung in dir wieder aktivierst und fühlst. Und das ist auch die Heilerin in dir. Das ist die Frau in dir, die das Leben heil machen möchte. Das ist die Frau in dir, die eben jeden Morgen aufsteht und versucht, den Menschen das Leben besser zu machen, irgendein Beitrag zu sein, sei es in der Arbeit, egal womit. Diese Frau, die möchte, dass das Außen toll ist, weil sie glaubt, wenn das Außen toll ist, dann ist das Innen auch erfüllt. Und das ist nicht so, das klappt so nicht. Diese innere Heilerin in dir, die muss erst geheilt werden. Diesen Weg der inneren Heilung, dass du dastehen kannst. Ich habe übrigens gestern die zweite Masterclass gemacht, das Göttinnenprinzip. Und da erkläre ich ganz genau, worum es geht, als Göttin hier zu wirken auf diesem Erdboden, als Schöpferin, als energetische
Meisterin der Energie, der Ausstrahlung als energetischer Seinszustand, der genau das im Außen manifestiert, was du dir im Inneren so sehr wünschst. Also musst du der Behälter dieser Energie sein. Und das ist der Prozess der inneren Heilung, Inner Healing, der Heilerin in dir. Und egal, ob du Beraterin, Therapeutin, irgendetwas beruflich in diese Richtung machst, oder ob du Mutter bist oder ob du Führungskraft bist, egal, diesen Heilprozess, den darfst du durchgehen. Weil wenn du diesen Heilprozess durchgehst, wirklich durchgehst, durchmachst, diese Klarheit, dieses Verständnis dir erschaffst, dann kannst du deine große Sehnsucht stillen, und zwar eine heile Welt mit zu erschaffen. Es liegt an jeder Frau, einzeln und sich selber, genau diesen Weg für sich zuerst zu gehen und es dann zu teilen und mitzuteilen. Und für mich ist es der nicht praktikable, der Weg, der nicht funktioniert, 100.000 Coaching- und Heilerausbildungen zu machen, als die sich selber noch nicht heil fühlende Frau. Wir kennen das alle. Wer wird Psychologe oder wer wird Psychiater? Jeder, der meint, dass er sich auf dem Weg durch diese Ausbildung dann irgendwann mal selber heil macht. Und wie viel unheilstiftende Psychiater, Psychologen gibt es da draußen, wenn sie selber ihren inneren Heiler, ihre innere Heilerin noch nicht geheilt haben. Und das meine ich in keinster Weise nicht wertschätzend oder böse. Die Intention ist ja großartig. Nur es funktioniert nicht, weil dahinter ein Prozess steht, in dem du erkennen musst, dass das Wesen, das du bist, die Persönlichkeit und die Identität, die du bist, nichts, rein gar nichts damit zu tun hat, wo du herkommst, wie du aufgewachsen bist, was du für Ausbildungen gemacht hast und schon auch gar nicht, was du für Erfahrungen in deinem Leben gemacht hast. Das Einzige, was damit zu tun hat, ist, wer bist du jetzt in diesem Moment? Wer bist du, wenn du mich jetzt hörst, wenn du mich jetzt siehst? Wer bist du? Was denkst du über dich? Was fühlst du? Was glaubst du, wer du bist? Viele Leute haben mir schon gesagt, ja, das ist ganz toll, was du machst. Ich möchte auch mal so auftreten, heilen, sprechen, die Wahrheit verkünden. Aber jetzt ist es zu spät, das mache ich in meinem nächsten Leben. Weißt du, das nächste Leben hat auch immer nur den einen Moment. Dein letztes Leben hatte jeweils einen Moment, den Moment, das jetzt, das hier. Dein zukünftiges Leben, egal an wie viel Leben du glaubst, wird immer diesen einen Moment haben. Und es wird immer diese eine Herausforderung für dich sein, wer bist du in diesem einen jetzigen Moment? Wer steht da, wo du jetzt gerade stehst? Wen siehst du, wen nimmst du wahr, wen spürst du in deinem Körper, welche Energie strahlst du gerade aus, was manifestiert sich durch dich im Außen? Egal wann du das lernst, das machst, das umsetzt, es ist immer jetzt. Und es macht keinen Unterschied, welches Jetzt du wählst. Es ist das Jetzt, das dir die Erlaubnis gibt, dich endlich gut und richtig zu fühlen. Es ist das Jetzt, das du zur Verfügung hast, und du wirst niemals mehr zur Verfügung haben wie jetzt, den jetzigen Moment. Und den jetzigen Moment dazu zu nutzen, dass du eine divine designte Frau, divine design woman aus höchster Idee, aus Perfektion heraus hier auf dieser Erde angekommen bist. Und dass sich ein Mantel, eine Schicht, ein Gefängnis um dich herum aufgebaut hat, das dir immer wieder gesagt hat, schau da draußen, die Dinge sind nicht in Ordnung, es ist nicht in Ordnung. Dein Leben, du bist nicht in Ordnung, es gibt immer etwas, was nicht in Ordnung ist. Es gibt immer einen Grund, den du dazu hernehmen kannst, um dich nicht gut genug zu fühlen, um dich verpflichtet zu fühlen, um zu fühlen, irgendetwas anders zu machen. Und dieses Gefühl wird niemals vorbei sein.
Diese Ansprüche an dich werden nie vorbei sein, wenn du nicht anfängst, diese innere Heilerin, die du ja sein möchtest, in dir zuerst selbst zu heilen. Dann hast du sozusagen diese Energie in dir, die dann Heilung im Außen zeigt. Heilung wird sich im Außen nicht zeigen, indem du dein Unheil versuchst durch deine Taten oder durch das, was du machst, für andere machst, dich aufarbeitest, dich aufreibst, dich selber kaputt machst, weil du glaubst, es ist wichtiger im Außen zu tun, als im Inneren zu wirken. Und das gibt Burnout. Das macht kaputt, das macht unglücklich, das macht einsam, weil diese Art und Weise zu heilen nicht funktioniert. Und glaube mir, ich bin mit dem größten unheilen Sprungbrett, oder nicht dem größten, aber einem sehr großen unheilen Sprungbrett über mich gestartet in diese Welt. Meine Mutter hat mich als Baby angesehen und hat gesehen, ein Wesen, das ihr das Leben kaputt macht, das unerwünscht ist, um das sie sich jetzt kümmern muss, wo sie keine Hilfe hat, wo sie niemals wollte, wo einfach jetzt da ist und sie mit 20 jungen Jahren dazu verdonnert hat, ihr Leben in die Tonne zu schmeißen, voll mit Kompromissen zu leben. Das war die Ansicht meiner Mutter auf mich. Und das war die Energie, in der ich aufgewachsen bin, in der ich mich entwickelt habe, vom Fötus zum Baby. Das ist die Information, die ich angenommen habe. Und ich habe keine Wahl gehabt. Und so passiert es für uns alle. Aber es ist kein Fluch. Es ist jeweils die Aufgabe zu erkennen, dass ich hier bin, um das zu verstehen, um zu verstehen, dass das für mich der Anfang ist, der mir immer wieder sagt, finde dein göttliches Design, finde zu verstehen, wie es kommen konnte, dass du dich nicht so gut fühlst, dass du immer das Gefühl hast, andere fühlen sich besser, anderen geht es besser. Fange an, das zu verstehen und damit hast du Erlaubnisgeber Nummer 1. Diese innere Heilung in dir zu aktivieren, diesen inneren Heiler in dir zu kultivieren. Und zwar indem du nachher als heiles, ganzes Wesen hier auftrittst und dir von nichts und niemanden mehr Unheil einreden lässt. Unheil über dich, Unheil über die Welt, Unheil über die Menschen da draußen, sondern du weißt, wo Heilung herkommt, wie sie in dir innerlich entsteht. Und dann kannst du sie nach außen tragen. Und es gibt so viele Coaches, Berater, was auch immer, Heiler in Heilberufen, Mediziner, die selber noch ihren total ungeheilten Heiler in sich tragen und die ganze Zeit meinen, hoffentlich sieht keiner, dass in mir das Unheil, der Zweifel, die Nichtordnung, die Unordnung, das Chaos herrscht über meinen Seinszustand und ich bin draußen tätig und tätig und tätig und arbeite mich auf und mache mich kaputt, nur damit niemand sieht, dass ich niemals meinen inneren Heiler geheilt habe, dass ich selber nicht heil bin in mir. Und das fällt auf, insbesondere bei Coaches, bei Mentoren, bei Beratern, die selber noch nicht genau sicher sind und sich deswegen nicht trauen, ihre Wahrheit zu sprechen, die sich nicht trauen, wirklich präsent zu sein, die sich nicht trauen, absolut bedingungslos, angstlos, angstfrei aufzutreten und sich wohl dabei zu fühlen. Deswegen gibt es so viele Kurse, die dich in die Sichtbarkeit bringen wollen, die dir Kunden bringen wollen, die dir Popularität bringen wollen, die dir ein großes Business bringen wollen. Und innen drin hast du immer noch diesen nicht geheilten Heiler. Und es ist kein inneres Kind. Du bist jetzt erwachsen. Es ist der nicht geheilte Heiler, den du heilen darfst. Dieses Bedürfnis, dieses große, große Bewusstsein, dass du bist, dass das ein Heiles ist. Ohne Bedingungen. Ohne, dass du etwas tust, sondern nur, weil du weißt, wie diese Energie zu generieren ist. Und ich kann dir versprechen, du musst nicht so einen langen Weg gehen.
Du musst es aber anpacken. Du musst hier reingehen, in dich, in deine Gedanken, in deine Vorstellungen, in deine Überzeugungen, in deine Glaubenssätze. Und du musst jede einzelne Bedingung daraus nehmen. Du musst jede einzelne Umzu-Geschichte rausnehmen. Und du musst dir erlauben können, einfach heil und ganz zu sein, no matter, was da draußen geschieht. Egal in welchem Umfeld du gerade bist, egal in welcher Situation, Lebenssituation du gerade bist, diese Erlaubnis dir zu geben, für 2023, zu sagen, ich bin die, ich bin, und zwar ich bin die Heile, die ich bin. Ich bin die heile Frau, ich bin die Heilerin und ich bringe Heil. Es geht nur darum. Dann wird alles in deinem Leben heil werden. Und es ist so, so schön, wenn du das erkennst und dich wirklich wie eine Raupe plötzlich von dieser ganzen Enge, von dieser Schale lösen kannst und überall in deinem Leben auftreten kannst, jeden Moment deines Lebens, um dich gut und richtig zu fühlen mit dem, was du willst, mit deiner Mission, mit dem, was du dir erreichst, mit deinen Wünschen. Es ist immer gut und richtig und dieses Gefühl steht dir zu. Aber dieses Gefühl fliegt dir nicht zu, weil du es verdient hast oder weil du genug getan hast, weil du genug gebüßt hast, weil du genug demütig warst. Nein, im Gegenteil, weil du endlich da bist, diesen kranken, ängstlichen Heiler in dir, der auf verlorenem Posten war, ein ganzes Leben lang, in dir geheilt hast und jetzt auftrittst als dieses heile, ganze Heilerwesen. Und das willst du. Jede Frau möchte das. Jede Frau möchte eine heile Welt und deswegen rackert sie sich ab wie blöde. Deswegen nimmt sie sich zurück wie blöde. Deswegen macht sie sich kaputt wie blöde. Deswegen sorgt sie sich nicht für sich. Und das meine ich nicht nur im Außen mit Massagen und so weiter, sondern ich meine das mit Gedankendiät, Klarheit, innere Arbeit, Zeit für Reflexion, Zeit für Klarheit und Zeit, um diese neue Frau zu konzipieren, die du nachher integrierst in dich, diese heile Frau mit der heilen Heilerin in sich. Und wenn du zuhörst, dann merkst du, wie gut sich das schon anfühlen kann. Wenn du plötzlich heil bist, wenn du in Ordnung bist, wenn das nichts mehr ist, was es zu verändern gibt, weil es da ist. Und das kannst du lernen. Das kannst du lernen zu verstehen. Das kannst du lernen umzusetzen, zu tun. Und das kannst du lernen zu sein. Es ist die Aufgabe, die ist für dich. Aber mit dieser nicht geheilten Heilerin in dir wird es schwer. Es wird mühsam bleiben, es wird mangelhaft bleiben. Erlaube dir, in deine komplette, klare Macht und Kraft einzutreten. Erlaube dir zu verstehen, was all dieses Leid in der Vergangenheit von dir wollte. Es ist eine Energie mit einer Nachricht. Und zwar die Nachricht heißt, du lebst in Lügen. Du glaubst an Lügen über dich. Du glaubst an Lügen, wie diese Welt funktioniert. Ich möchte dir beibringen, wie die Wahrheit ist. Deswegen gibt es bei mir übrigens ein Programm, das startet am 1. Februar. Das geht 3 Monate und es heißt, heile die Heilerin in dir. Es ist für Frauen. Ich weiß nicht, wenn sich Männer anmelden, glaube ich, mache ich einen extra Kurs. Heile den Heiler in dir. Ich möchte, dass wir zusammen sind in einem geschlossenen Rahmen, in einer geschlossenen Energie, wo diese Heilung stattfinden kann. Also, wir fangen an, 1. Februar. Du kannst dich bei mir melden, du kannst sagen, ich bin interessiert an deiner Ausbildung. Heile die Heilerin in dir. Inner Healing ist der Titel. Inner Healing, heile die Heilerin in dir. 3 Monate. Und glaube mir, wenn du bereit bist, 3 Monate intensiv für dich zu gehen, intensiv, ich möchte es kurz halten. Wir haben keine Zeit zu verschwenden. Die Leute, die intensiv gehen wollen, die können gehen. Es ist nicht Zeit der Faktor. Es ist Energie der Faktor.
Es ist nicht Form der Faktor, das heißt dein Körper, das, was du als feste Form siehst, das ist nicht der Faktor. Es ist deine Energie und deine Vorstellungskraft und deine Entscheidung. Und wenn du für dich gehen willst, schreib mir ganz einfach. Ich freue mich. Ich hoffe, gedient zu haben, Klarheit geschaffen zu haben, weil hier gibt es so viele Heilerprogramme, magisch, zauberhaft und aus dem Nichts heraus. Und ich sage dir, du bist die Magie, du bist der Zauber und nichts kommt aus dem Nichts heraus. Es kommt alles aus dir, aus du bist das Universum, du bist die Energie, du bist dein Bewusstsein, du bist deine Quellenergie, du bist alles, was du hast, du bist alles, was du brauchst und du musst das lernen zu erkennen und managen zu können. Und dann bist du in dieser Fülle, die so sagenumwoben ist, diese Fülle. Aber diese Fülle bist du schon lange, nur dein Kopf ist noch nicht da. Und das ist auch wieder dieses sagenumwobene, diese Kohärenz zwischen Herz und Kopf, meint nichts anderes, wie dass du endlich anfangen darfst, das zu denken, zu glauben, zu meinen, was du in deinem Herzen fühlen möchtest. Wohlfühlen. Es ist simpel. Es ist so simpel. Meine Kundinnen, wenn es dann anfängt zu klicken und die Lichter aufgehen wie von einem Weihnachtsbaum, sagen, oh mein Gott, warum habe ich so viel Zeit verschwendet? Es ist ja so simpel. Es ist so einfach. Warum habe ich so lange gesucht? Warum war ich so lange unterwegs? Wenn du hier die Essenz erklärst und es so einfach und so simpel ist. Und jetzt ist es einfach und simpel, weil ich diese Zusammenhänge endlich verstanden habe und so gut verstanden habe, dass ich sie dir weitergeben kann. Und ich möchte dir diese Wirren und diese Zeitverluste möchte ich dir ersparen. Wenn du bereit bist, werde ich dir alles erklären. Ich werde dir alle Übungen zeigen. Aber du brauchst diese Bereitschaft. Die kann ich nicht für dich an den Tag legen. Wenn du bereit bist, wenn du sagst, ich bin da, wenn du sagst, ich bin all in, dann wird es klappen, hundertprozentig. Also ich freue mich darauf, von dir zu hören. Und bis ganz, ganz bald. Tschüss.